war das? Ach, du bist es. Tut mir leid, ich hätte im Camp Bescheid sagen sollen. Der Kleine wird von allen so kalt angestarrt. Da dachte ich, ich gehe ein bisschen mit ihm spazieren. So still ist es hier. Alles verliert sich in der Weite des Sternenhimmels. Wenn nach einer schlimmen Nacht endlich der Morgen anbricht und alles in sein tröstendes Licht taucht, dann wird mir oft nur noch beklommener ums Herz. Als müsste jetzt alles gut sein. Aber das ist es nicht. Durch Eorzea zu reisen mag mich stärker gemacht haben. Aber es tut mir doch immer noch so weh, Leid mit anzusehen. Bei der 7. Katastrophe hat mein Großvater Shalian verlassen und sein Leben gegeben, um Eorzea zu schützen. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Was war daran so wertvoll, um dafür zu sterben? Ich war so wütend und traurig. Mich und all die, denen er wichtig war, hatte er im Stich gelassen. Nur um ein paar Landstriche voller Mühsal und Willkür zu retten. Aber er musste doch einen guten Grund dafür gehabt haben. Also machte ich mich auf die Suche nach den Hintergründen der Katastrophe, in der Hoffnung, den Wert dieser Welt zu entdecken. Ich bin weit gereist und habe viel gesehen. Nicht nur Schönes und Interessantes, sondern auch vieles, das mich verständnislos oder zornig machte. Und ich musste erleben, jemanden nicht retten zu können. Gerade als wir Vertrauen zueinander gefunden hatten. In so einem Moment musste ich an früher denken. Daran, wie Großvater nach Eorzea gehen wollte, um die Katastrophe aufzuhalten. Und wie mein Vater ihn davon abzubringen versuchte. Großvater hatte entgegnet, es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind. Und unzivilisiert obendrein. Und plötzlich verstand ich. Das war die Antwort, die ich gesucht hatte. Es ging nicht darum, was mehr oder weniger wert war, sondern darum, dass er helfen konnte. Und daher tat er es. Auf einmal war ich versöhnt. Ich fühlte mich den Leuten, die ich unterwegs getroffen hatte, ganz nahe. Und auch Alphinon und Uriangé, obwohl sie doch meilenweit entfernt waren. Als ob sie an meiner Seite wären, auch als ich ganz allein den Kriegern der Dunkelheit nachschlich. Tut mir leid, ich rede ja nur von mir. Erzähl doch einmal von deinen Erlebnissen. Was hast du denn in Ishgard gesehen? Ach, Matoya möchte ich unbedingt einmal treffen. Beim großen Exodus aus Shalian war ich noch so klein, dass ich mich kaum an die Zeit davor erinnere. Was haben wir seitdem nicht alles erlebt? Alphinor hat sich wirklich verändert. Er meinte, ich sei gereift. Aber das gilt ja noch viel mehr für ihn. Es ist wirklich viel passiert. Viele Leute haben ihre Hoffnung in dich gesetzt. Und das zu Recht. Aber der Weg geht noch viel weiter. Solange es einen Morgen gibt, müssen wir die Aufgabe weiterführen, die man uns in die Hände legte. Ein Lichtkristall. So sehr ihr das Licht verabscheut, könnt ihr euch doch nicht davon trennen. Du weißt genau, dass er nur ein Mittel zum Zweck ist.
Also, worum geht's? Die Saat, die ihr in Lanoscea gesät habt, ist verdorrt. Titan wurde von den Helden dieser Welt besiegt. Die Beschwörung wurde zwar durchgeführt, doch nicht in der vollen Stärke. So kann das Verlangen nach einem mächtigeren Gott nicht angefacht werden. Und was sagt die Weißkutte dazu? Nur, dass wir nicht von unserem Plan abweichen sollen. Verdammt nochmal, uns läuft aber die Zeit davon! Der Bund der Morgenröte ist nun nicht mehr mit den Umbrüchen in Ishgard befasst. Er hat euch als Gegner erkannt und wird zu einem ernsten Hindernis werden. Ach, über deine Kameraden weißt du gut Bescheid, was? Ich möchte mal wissen, wer von uns sich hier nicht vom Licht trennen kann. Nennen Sie nicht Kameraden. Ich frage lediglich, wie ihr nun vorgehen wollt. Die Diener der Dunkelheit sind nicht die einzigen, die Chaos verbreiten können. Wenn es dir nicht behagt, untätig der Entwicklungen zu harren, dann ergreife selbst das Ruder. Die Gelegenheit ist günstig. Vernichte nur die Helden dieser Welt. Mehr ist nicht nötig, um das Gleichgewicht zu kippen. Und alles versinkt in einem Strudel der Zerstörung. Was redest du da? Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert obendrein. Die Worte meines Meisters, die ich verinnerlichte. Ich fühle mich verpflichtet, euch einen Ausweg aufzuzeigen. Dann lockt diese Hampelmänner herbei. Wir machen dem Spiel ein Ende. Jawohl. Unsere Freunde werden sich darum kümmern. Ich habe eure Worte nicht vergessen, Meister. Doch eine Welt zu retten, ohne jeglichen Schmerz zu bereiten, dafür reichen meine Kräfte nicht. Minfilia, meine Freunde, ich bitte euch nicht um Vergebung, denn es kann nicht vergeben werden. Und doch muss ich voranschreiten, so schmerzlich es ist. Moonbreeder, du wärst bestimmt auf dem Weg geblieben, an den du glaubtest.